Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Heute soll es zunächst einmal darum gehen, was Digitaltechnik eigentlich bedeutet. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen einem digitalen Signal und einem analogen Signal? Gucken wir uns das mal am Beispiel einer Uhr an. Hier habe ich eine Uhr mit einer analogen Darstellung, das heißt mit Zeigern, und auf der anderen Seite eine Uhr in digitaler Darstellung. Also auf der linken Seite analog, auf der rechten Seite digital. Der große Unterschied ist der, dass bei analogen Uhren jeder Wert einstellbar ist, beziehungsweise ablesbar ist. Also hier bei dieser Uhr wird gerade 6 Minuten vor 3 dargestellt. Der Minutenzeiger könnte aber auch ein wenig weiterlaufen. Das heißt, dann wäre das vielleicht 5 Minuten und eine halbe Minute dazu, also 5,5 Minuten vor 3 oder 5¼. Dieser Minutenzeiger kann im Prinzip hier den ganzen Weg durchschreiten und kann im Prinzip jede mögliche Zeit darstellen. Das ist bei der Digitaltechnik nicht möglich. Bei der Digitaltechnik können im Prinzip nur bestimmte Zeiten dargestellt werden. Digital kommt aus dem Lateinischen, digitus, Finger, und bedeutet so viel, dass die Information nur abzählbare Einheiten darstellen kann. Also hier könnte ich die Minuten abzählen. Und selbst wenn ich die Zeit, also diese Uhr, erweitern würde um eine Sekundenanzeige, auch dann könnte ich nur die auf Sekunden genau eine Zeit darstellen und keine halben Sekunden, Viertelsekunden darstellen. Das kann man immer weiter runterbrechen auf Zehntelsekunden, aber letztendlich bedeutet das, die Information, die ich darstellen kann, ist abzählbar. Es sind nicht alle möglichen Werte darzustellen. Auf der linken Seite bei der analogen Uhr ist das eben möglich. Gut, das ist schon eine erste Erklärung für den Begriff digital. Also Signale, die abzählbar sind, sind digital. Wir arbeiten in der Digitaltechnik mit binären Signalen, und zwar mit binären Zahlen. Binäre Zahlen sind dadurch ausgezeichnet, dass es im Prinzip nur zwei mögliche Zahlenwerte gibt. Nullen und Einsen. Also eine binäre Zahl kann nur den Zustand 0 oder 1 annehmen. Und eigentlich müsste man die Digitaltechnik, so wie wir sie verwenden, Binärtechnik oder binäre Digitaltechnik nennen, weil letztendlich die gesamten Informationen auf diese binären Zahlen 0 oder 1 zurückgeführt werden. Wie man von 0 und 1, also aus dieser binären Information, später die komplette Digitalinformation zusammenfasst, das werden wir in einer der weiteren späteren Videos sehen. Dort zeige ich mal, wie man aus mehreren binären Zahlen letztendlich digitale Zahlen erstellt. Okay, gucken wir uns das Ganze nochmal an der am Logiflash-System an. Da haben wir es. So. Ich hoffe, du hast Logiflash schon auf deinem Rechner installiert. Falls nicht, dann guck dir vielleicht nochmal das Video aus der letzten Folge an. Dort haben wir Logiflash installiert. Wenn du das bereits getan hast, dann kannst du hier in deinem Ordner Logiflash die Datei Logiflash pur aufrufen. Und dann öffnet sich letztendlich ein Fenster, ein Browserfenster mit Logiflash. So, gucken wir uns erstmal an, was bedeutet dieses digitale Signal. Wir wählen mal einen Button aus, legen den einfach in die Mitte und zur Anzeige eine Lampe. Legen es auch in die Mitte. Um diese beiden Komponenten jetzt miteinander zu verbinden, muss man einmal oben auf diesen Knopf hier drücken, Komponenten bewegen und verdrahten. Was wir machen möchten, ist verdrahten. Drücken da drauf, also wir könnten jetzt letztendlich das Symbol bewegen. Und wenn wir hier auf diesen Anschluss gehen, können wir letztendlich die beiden Komponenten miteinander verdrahten. Dieses Geräusch zeigt uns, dass die Verdrahtung funktioniert hat. Also es macht Sinn, auch bei der Arbeit mit Logiflash den Lautsprecher eingeschaltet zu haben, um letztendlich auch dieses Geräusch zu hören. Da weiß man genau, es hat funktioniert. Okay, binäre Signale. Wenn der Schalter nicht betätigt ist, haben wir eine 0. Das heißt, der Schalter sendet eine 0 aus und die 0 wird letztendlich auch von dieser Leuchte hier angezeigt. Die Leuchte leuchtet eben nicht
Und wenn ich hier einmal einschalte, dann senden wir eine 1 und diese 1 wird letztendlich auch da dargestellt. Im Weiteren soll es nun um die Arbeit mit digitalen Signalen gehen, und zwar um die einfachen Verknüpfungen. Man möchte ja mit solchen digitalen Signalen nicht nur Lampen ein- und ausschalten, sondern man möchte ja später kompliziertere Steuerungen betreiben, und digitale Signale müssen dazu bearbeitet, verarbeitet werden. Und dazu gibt es Verknüpfungen. Wir fangen mal mit der einfachsten Verknüpfung an, mit dem sogenannten NOT oder im Deutschen nicht. Kann man unten auswählen, unten, wenn man unter MISC mal auf den Inverter drückt, dann kann ich hier so einen Inverter entsprechend einbauen, und ich schaue mir nochmal einen zweiten Button an und noch eine Lampe, und das Ganze verbinde ich nun mal miteinander. Und dann sieht man auch direkt, was dieser Inverter, diese NOT-Verknüpfung oder im Deutschen Nicht-Verknüpfung macht. Sie invertiert das Signal. Das heißt, wenn am Eingang dieser NOT-Verknüpfung eine 0 anliegt, dann wird der Ausgang auf 1 geschaltet. Umgekehrt genauso, wenn ich hier eine 1 anlege, dann schaltet der Ausgang auf 0. Das heißt, der Verknüpfer NOT invertiert letztendlich das Signal. Es gibt noch zwei weitere Verknüpfungsmöglichkeiten, die findet man hier oben. Das ist einmal das AND. Gebe ich hier mal ein, jeweils mit zwei Button und einer Lampe. Und verknüpfe ich, wenn ich diese Signale miteinander verknüpfe, dann funktioniert das AND-Gatter so, das ist ein Gatter, diese Verknüpfung. Wenn beide Eingänge auf 1 geschaltet werden, dann wird auch der Ausgang auf 1 geschaltet. Sobald ein Eingang auf 0 geschaltet ist, dann ist auch der Ausgang auf 0. Also dieses AND, im Deutschen UND, schaltet dann den Ausgang auf 1, wenn Eingang 1 und Eingang 2 auf 1 geschaltet wird. Das ist das sogenannte UND-Gatter oder im Englischen AND. Und nun das dritte Gatter, was noch zu den Grundelementen gehört, ist das OR-Gatter oder halt im Englischen OR. Das sieht so aus, und auch da baue ich mal wieder zwei Eingänge ein, einen Ausgang, verbinde das Ganze miteinander. Und das ist das sogenannte OR-Gatter. Immer dann, wenn Eingang 1 oder Eingang 2 auf 1 geschaltet wird, dann ist auch der Ausgang auf 1 geschaltet. Also wenn ich Eingang 1 auf 1 schalte, dann leuchtet die Lampe. Wenn ich Eingang 2 auf 1 schalte, dann leuchtet die Lampe. Aber auch wenn ich beide Eingänge auf 1 schalte. Das heißt, wenn Eingang 1 oder Eingang 2 auf 1 geschaltet ist, also eins von beiden oder beide, dann ist der Ausgang auch auf 1 geschaltet. Das sind die drei Grundgatter, die wir in der Digitaltechnik verwenden. Wir werden sehen, wir haben hier noch mehrere Gatter, die wir zur Verfügung haben, aber diese drei sind die Grundgatter, mit denen man schon eine ganze Menge aufbauen kann.